Hallo, ich bin Jasmin von stempeldochmal.de und ich habe euch vor ein bis zwei Wochen oder drei Wochen diese Verpackung hier auf meinem Blog gezeigt. Und zwar habe ich die für meinen Sohn gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nerf heißt das. Das sind diese Spielzeugpistolen, mit denen man diese Pfeile hier verschießt. Und in unserem Haus liegen überall diese Pfeile rum. Also egal, wo man ist. Ich finde diese Pfeile. Und da habe ich mir gedacht, das muss auch anders gehen. Und deswegen habe ich hier so eine Box entworfen. Und seitdem mein Sohnemann diese Box hat, sind die Pfeile bisher immer noch da drin. Ich wundere mich, aber es scheint ihm zu gefallen. Und ich bin gefragt worden, wie ich das gemacht habe, beziehungsweise wie die Maße dafür sind. Weil die Pfeile sind ja mal gleich groß. Also wer auch einen Sohn oder Enkel hat, der so eine Pistole besitzt, der kann dem gerne auch so eine Box basteln. Ihr werdet lachen, ich habe auch eine. Denn ich habe von meinen Kindern eine Mädchen-Nerf geschenkt bekommen. Und ja, ich brauche jetzt natürlich auch eine Box. Und deswegen zeige ich euch das jetzt alles mal in anderen Farben. Ich habe jetzt für mich Taupe genommen und werde da gleich Designerpapier draufkleben. Aber erstmal müssen wir das jetzt zuschneiden. Und zwar, das untere Teil hat die Maße 22 x 21. Also 21 ist es ja schon. Deswegen müssen wir es jetzt einfach nur noch auf 22 kürzen. Und dann ist hier unten dieses Teil 6,5 cm hoch. Das habe ich halt so hoch gemacht, dass ich ungefähr 30 Pfeile reinkriege. Das heißt, wir müssen das jetzt ringsherum bei 6,5 falzen. Und dann ist der Boden quasi schon fertig. So, der Deckel ist ein bisschen anders. Der hat ja andere Maße, weil auch der Rand nicht ganz bis nach unten geht. Hier habe ich ja so eine Ecke freigelassen. Deswegen hat das Ganze ein Grundmaß von 18,3 x 19,3. Ich mache jetzt hier auf der Seite mal 18,3. Und hier 19,3. Und ich habe jetzt den orangenen Rand 5 cm gelassen. Deswegen muss ich es jetzt bei 5 cm falzen. Ihr wundert euch sicherlich, warum 18,3 x 19,3, weil eigentlich hätte es jetzt ein Maß von 18 x 19, aber ich mache diese 0,3 einfach mit dazu, damit sich nachher diese Box auch schön schließt und das nicht so auf Spann ist. Gerade wenn man irgendwie was reinpackt, dann soll es ja auch leicht zugehen. So, und jetzt muss man das einfach hier nur noch einschneiden. Immer an zwei gegenüberliegenden Seiten, bis man hier zur Falzlinie kommt. Sieht man das? Ja, bis zu der Falz und dann auf der anderen Seite genau das Gleiche. So, und ich nehme mir hier diese Ecken einfach noch raus, damit es sich nachher schöner falten lässt. Und schneide das hier auch noch ab, weil das ist zu viel einfach. Wenn ich das nicht hier abschneiden würde, dann würde da die Box in der Mitte, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, ja hier sieht man es, dann würde das hier zusammenstoßen. Deswegen schneide ich das da einfach ab. So, das müsste jetzt der Boden sein.
Einfach schon mal alle Seiten falzen. So, ja, mal. Ich muss nur mal kurz gucken. Das ist jetzt der Boden, genau. Dann können wir das nämlich schon mal zusammenkleben, weil auf den Deckel kommt ja gleich das Designerpapier. Na, Kleber, komm her. So. Und da einfach hier an diese Laschen ein bisschen Kleber dran. So, und dann haben wir schon mal den Boden fertig. Jetzt müssen wir vom Einschneiden her das gleiche hier auch machen. Da auch das gleiche, dann nehme ich wieder diese Ecken raus. Und schneide auch hier einmal so ab. So, und jetzt messe ich mir erstmal das Designerpapier aus. Da nehme ich diesen kleinen neuen Block. Der heißt Bunte Party. Der ist jetzt im neuen Katalog drin. Da sind immer 4 Blätter von einem Design drin. Und der Block hat jetzt auch andere Maße. Der ist nämlich jetzt größer. Und zwar 15,2 x 15,2. Sonst war der ja immer nur ungefähr so. Ja, was nehme ich denn mal? Kirschen. Die finde ich süß. Finde ich passt auch gut zu Taupe. So, ich brauche bestimmt 2. Ich habe mir das jetzt vorher schon mal ausgemessen. Also ich brauche 1 mit den Maßen 8,7 x 7,7. Das ist der Deckel oben. 8,7 x 7,7. Ich hoffe, es passt. Ja, dann brauchen wir 2 Stücke mit 7,6. Passt das noch? Ja, das passt noch knapp. Mal 4,5. Wobei, dann sind die Kirschen andersrum. 4,5 mal 7,6. So. Jetzt brauchen wir 2 mit 8,6 mal 4,5. Das sind nämlich dann diese Außenseiten. Das passt nicht. Warum? Das muss ich gleich nochmal nachmessen. So, aber das passt. Ach nee, Quatsch.
Das kommt da in ein kleines Puzzle. So, jetzt passt es auch. Das ist zu lang, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Das muss 7,6 sein. So, also ich sage es euch jetzt mal, weil es war jetzt ein bisschen durcheinander. Also 2 mit 8,6 mal 4,5. Das sind die beiden längeren. Und 2 mit 7,6 mal 4,5. Das ist quasi ein Zentimeter kürzer, aber genauso hoch. Und das hier ist 8,7 mal 7,7. Das ist ja auch nicht schlecht. Also, ich nehme jetzt die Kirschen. So, und halt das muss ich stanzen. Das kann ich schon mal aufkleben. Aber messt euch am besten zu Hause diese Fläche hier nochmal aus. Weil je nachdem, wie und wo man schneidet, ist es vielleicht um einen Millimeter anders. So, dann können wir das jetzt schon mal zusammenkleben. Hätten sie natürlich erst falzen müssen. Ne? Ist klar. Aber das mache ich jetzt noch schnell. So. So. Drückt mir die Daumen, dass das jetzt passt. Ja! Guckt, und das meine ich, deswegen ist das, kann man das jetzt hier schöner aufziehen, als wäre es genauso lang wie das untere Teil. Und wenn man möchte, kann man auch hier noch diesen für den Daumen so ein Loch einfach reinstanzen. Ich lasse das aber jetzt mal so. So, und jetzt muss natürlich hier noch Nerf hin. Ich habe das mit meinen kleinen Framelits ausgestanzt. Beeindruckende Buchstaben heißen die. Und ich habe mir das auf so einen, hier von Post-its gibt das hier so ein Band, was sich wieder ablösen lässt. Da habe ich mir das draufgeklebt. Und zufälligerweise ist es jetzt auch noch so. Das heißt, ich kann es einfach jetzt ungefähr so anlegen, wie ich es nachher ausstanzen will. Und dann brauche ich jetzt meine Big Shot. Da ist sie. Ich noch mal ungefähr gucken, dass es gerade ist. Ich hoffe. Und dann einmal durch die Big Shot kurbeln. So, und dann haben wir jetzt hier Nerf. Da müsst ihr das Band einfach nur hier abziehen. So. Und dann habt ihr hier Nerf stehen. Natürlich braucht man das Innenleben jetzt von dem R noch. Das kann man sich dann einfach hier so rausdrücken. So, und dann müssen wir das hier noch aufkleben. Da nehme ich Dimensionals.
auch hier unten lang noch so ein paar kleine. So, das müsste dann schon halten. Wer diese Sinnlitz oder diese Framelits Buchstaben nicht hat, der kann das natürlich auch stempeln oder einfach so ein kleines Schildchen mit der Hand drauf schreiben. Aber da ich die habe, muss ich sie natürlich auch mal benutzen. So. So, dann einfach draufkleben und jetzt noch mit einem ganz kleinen Teil von einem Dimensional dieses Mittelstück von dem R aufkleben. Da schneide ich mir einfach so ein bisschen was ab. So, dann kommt das noch in die Mitte. Und dann haben wir es. Jetzt müssen wir natürlich testen, ob die Pfeile reinpassen. Ich kann euch ja hier viel erzählen. Ja, passt rein, super. Ja, so eine Box ist natürlich nicht nur für Nerf-Pfeile. Da kann man alles Mögliche reinmachen. Aber ich wollte euch die Idee einfach mal zeigen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier ist nochmal die Jungs-Box, sage ich mal. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Go.